Ja, auf geht's. Die Suche nach Joseph und Riley? Nee, wie hieß er denn jetzt nochmal? Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Wie hieß er denn jetzt nochmal? Verdammt! Ich hab's vergessen. Das sind noch keine 5 Minuten her. Doch, bei mir schon. Ich hatte eine kleine Pause. Und ich weiß auf jeden Fall, dass wir noch hier jede Menge. Hoppala. Jede Menge an Gegner hatten, die noch darauf warten, uns in die Finger zu bekommen. Wir werden mal ganz vorsichtig hier lang schleichen. Speichern wäre jetzt echt mal von Vorteil. Ich hoffe, die Typen sind nicht mehr in den Zellen, so wie sie es vorher waren. Ich weiß auf jeden Fall, dass überall Schlösser dran waren, so wie hier. Die können wir aber nicht öffnen. Da ist übrigens auch eine Statue. Wieso können wir denn diese. Können wir nichts machen? Weil in diesen Statuen sind auch Schlüssel drin. Aber wie können wir denn diese Türen öffnen? Ich gehe einfach mal ganz forsch hier lang und schau mal. Vielleicht. Es kann doch nicht sein, dass wir für jedes Schloss oder können wir einfach da drauf schießen? Na super. Aber ich will auf jeden Fall hier drauf schießen, um den Schlüssel zu bekommen. Da hätte ich das mal gewusst vorher. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder einen Schlüssel gefunden. Also, Memo an mich. Statuen beinhalten Schlüssel. So, jetzt können wir natürlich hier nichts mehr zerschießen. Ach, wir können es zerknüppeln. Das ist auch geil. Hätte ich gar nichts verbrauchen müssen. Na toll. Jetzt hab ich natürlich nichts mehr an Munition. Wofür habe ich denn jetzt hier gerade den Raum aufgemacht? Da ist ja gar nichts drin gewesen. Na toll, super. Okay. Nein, hier haben wir auf jeden Fall wieder Pistolenmunition. Das ist supi. Ich glaube, hier war es für die Insassen mal schön, glaube ich zumindest. Ich weiß, dass hier welche drin gewesen sind. Huch. Gerade zumindest. Oder zumindest in der Folge, die ihr gestern gesehen habt. Aber jetzt anscheinend nicht mehr. Macht überhaupt keinen Krach hier. Hilfe, ich will hier raus. Ich bin ganz ehrlich, ich würde mir so in die Hose scheißen, wenn ich irgendwo in so einer Anstalt eingeschlossen wäre. Bin ich ganz ehrlich. Und dann eine runtergekommene Anstalt ganz alleine, nur mit einer Lampe. Boah, ich würde keinen Zentimeter mich bewegen, ehrlich. So, dann schauen wir mal. Aber wir haben immer noch die Anzeige von Joseph. Das verwundert mich ein wenig. Und jetzt schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Oh, da ist eine Kiste. Oh. Da ist nichts drin. Super. Schauen wir uns noch ein wenig um. Vielleicht finden wir hier was Tolles. Können wir den Tisch zertrümmern? Nö. Bevor ich jetzt Haltet da rein. auf, ich komme! Ja, gleich. Ich will mich noch ein wenig umsehen. Weil es sieht danach aus, als könnte man hier vielleicht doch noch. Ah, guck an. 5 Streichhölzer. Gut, dass wir uns noch ein wenig umsehen. Es könnte ja sein, dass hier vielleicht doch noch was. Da sehe ich doch schon jede Menge Zeugs in einer Vitrine oder in einem Regal. Da haben wir gerade eine Granate aufgenommen. Hier ist noch ein Raum. Oh. Ein kleines Haargeltöpfchen. Und ein großes Haargeltöpfchen. Das lohnt auch mal wieder zu der Friseuse zu gehen. Nennen wir sie mal Friseuse, wo wir hingehen. Zu unserem Friseur. Zu der ollen Friseuse müssen wir mal wieder. Mal ein bisschen einkaufen und mal ein bisschen speichern. So, denn hier finden wir auch wieder. Oh.
Pistolenmunition. Natürlich werden wir nachladen. Und wieder Haargel. 300. 300 Liter Haargel. So viel hätte ich mal gerne, weil dann würden meine Haare wieder vernünftig stehen. Ihr seht, es ist nicht so toll. Was ist das denn? Neuer Gegenstand erhalten. Eigenschaften. Stockbolzen. 1,2 Meter pro 4 Sekunden. Ist das richtig ausgesprochen? Ich glaube schon. Schockbolzen. Ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der getroffene Gegner mit einem Schockschlag in Schach hält. Er kann am Boden, an Wänden und sogar auf Gegner platziert werden. Okay. Huch, hoppala. Schauen wir mal eben, was wir herstellen können. Okay. Wir können keine einzigen... Okay, wir haben insgesamt vier von sechs Bolzen. Warum ist da so ein komisches Plus an diesem Blitzbolzen? Ich weiß es nicht. Ach, wir haben wahrscheinlich einen, denke ich mal, ne, oder? Okay, wir können keinen herstellen. Okay, wir haben einen normalen Bolzen und einen Blitz oder einen Schockbolzen. Das Bild sieht ein bisschen komisch aus. Sieht aus, als ob da oben der Teufel steht, da, wo ich jetzt ihn zeige. Da. So ein bisschen so hier oben die Hörner. Und hier so ein roter Flur mit dem Rollstuhl. Naja. So, dann würde ich sagen, haben wir genug uns... Obwohl, wir können noch eben kurz oben schauen, bevor wir jetzt weitergehen. Aber wie gut, dass wir unsere Lebensanzeige erweitert haben. Wir müssen mal unsere Sprintdauer auf jeden Fall erhöhen als nächstes. Bei unserer Friseuse. Okay, da kommen wir nicht mehr zurück. Hier vielleicht irgendwas drin? Nö, nur Regale, die mit Vorhängen abgehangen sind. Okay, und da hinten kommen wir, glaube ich, eh nicht rüber, oder? Nö. Nun gut. Dann, ja, schauen wir mal. Looky, looky. Wo sind die hin? I don't know where I am. Where I am. Will I am. Mhm. Der war bestimmt früher mal auf der Achterbahn. Hat die Hände immer gehoben. Hä? Wo ist denn hier ein Ausgang? Ich sehe gar keine Tür. Ist hier nur Füße? Hier. Gehen wir mal ein bisschen vorsichtiger hier lang. Okay, wir werden sterben. Okay, wir werden sterben. Okay, wir werden sterben. Ja, wir werden sterben. Wenn es so weitergeht, ja, auf jeden Fall. Toll. Jetzt haben wir wieder so viel Munition verplästert. Naja, immerhin leben wir noch. Haben wir denn noch eine Spritze im Inventar? Haben wir noch? Ja, geil. Zwei sogar. Hätten wir mal lieber gewartet, bis das Leben voll ist. Ich glaube, dann hätten wir noch mehr bekommen.
Ja, guck mal genau rein, wie viel Munition wir noch haben. Es sieht förmlich danach aus, als hätten wir nur zwei Kugeln. Oh, eine Fackel. Hallo? Ich möchte gerne durch den Spalt gehen. Ach, von da sind wir wahrscheinlich gekommen, ne? Kann das sein? Seht ihr Joseph! Seht ihr genauso viel wie ich? Ein roter Erdbeermarmeladenpool. Ich sehe gar nichts. Ah, jetzt, okay. Vielleicht sollte ich auch mal die Lampe anmachen. Kidman, wo bist du? Oh, was haben wir denn hier? Was brüllt er denn hier so rum? Der soll die Schnauze halten, verdammt nochmal. Alter, hier sind überall diese scheiß Viecher. Oh, da liegt noch ein bisschen Haargel. Das nehmen wir doch mit. Liegt da noch? Noch was? Irgendwas hier unten? Ich komme gerade vor wie Lara Croft. Die Höhlenerforscherin. Nur bei Lara Croft ist es nicht so viel Blut. Komisch, dass seine Fackel auch nicht ausgeht, wenn er so unter dieses Wasser hält. So, ich glaube aber, hier liegt nichts mehr. Boah, meine Güte. Ich hoffe... Oh, ein Speicherpunkt. Das vermag nichts Gutes heißen. Wir gehen mal durch diese Tür. Ja, da haben wir ein paar... Hehe. Alter, wer nagelt denn die Hände so an die Wand, Alter? Das ist doch krank. Wer macht denn sowas? Das geht... Noch bin ich guter Dinge, bin ich ganz ehrlich. Ich werde mal eben die Fackel ruhig ablegen, mal kurz nachladen. Falls wir was nachladen können. Anscheinend nicht, okay. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Ja, natürlich. Das ist auch schon wieder so ein Dicker, ey. Das gibt's doch gar nicht. Und hier ist eine Granate. Wir werden mal eben die Granate ausrüsten. Nach oben. Wir haben so viele Granaten. Werden wir das mal ausprobieren? Na du, mit der Sichel? Wie geht's dir? Na, mein Freund. Oh. Boah, Alter, die Fetten, die sind ja mal echt mal krank. Alles klar. Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Wo ist sie denn? Ach da. Die steht da in der Ecke, ich habe sie gar nicht gesehen. So. So, zwei Schuss im Revolver, vier Schuss in der... Was war denn hier? Hier lag doch gerade was, oder? Ah. Und vier Schuss in der Flinte. 3900 Haargel haben wir mittlerweile. Und da liegt auch wieder Schrotflintenmunition. Sehr schön. Können wir wieder ein bisschen was nachladen? Ah, wir haben ja Maximum. Gut. So, dann packen wir mal die Lampe aus.
Und schau mal. Wo ist denn Joseph? Ach, da. Können wir ihn heilen? Tatsache. Aber sie nicht, ne? Nee. Aber wir können mit ihr quatschen. Wenn du nicht gekommen wärst. Wenn du nicht gekommen wärst, was dann? Oh mein Gott. Dann, würden wir immer noch hier stehen. Huch, hoppala. Toll. Tolle, Konversation. Super. Was mit ihm hier? Die Tür ist von der anderen Seite aus verschlossen. Sebastian, vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich. Alles klar. Weiter jetzt. Alter, diese hochhackigen Schuhe, die Kidman anhat, ne? Da kann man doch gar nicht hier mit überleben. Gehen wir. Okay. Puh. Ja, Joseph, dann geh mal. Puh. Die hat voll die hochhackigen Schuhe an. Man achte mal drauf. Alter, da kann man doch gar nicht. Gott sei Dank. Egal. Ist das okay. Es ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? Er? Noch eine dieser Türen. Noch eine dieser Türen. Und, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was Realität ist, was echt ist. Ich bin voll neben der Spur, bin ich ganz ehrlich. Ich, hab keinen blassen Schimmer. Da geht's auf jeden Fall links, rechts weiter. Wir werden erstmal jetzt ausrüsten und speichern. Oh, und ein neuer Tagebucheintrag. Ich komme mich noch mal ein wenig um hier in dem Raum. Oh, diese tolle Musik immer. Ich habe ja schon gesagt, Puppen hasse ich. So, schauen wir mal. Hochzeitseinladung. Detective Sebastian Castellanos und Detective Maya Hansen würden sich sehr über deine Anwesenheit bei ihrer Hochzeit am Samstag, den 17. September 2005 um 12.30 Uhr im Veranda Hotel im Crimson City freuen. Im Anschluss gibt es einen Empfang. Okay, also haben die wohl geheiratet? Die Frage ist jetzt, haben sie geheiratet oder haben sie noch nicht? Weil ich weiß ja gar nicht, in welche Zeitepoche das momentan spielt. Wir haben ja keine großartige Information dazu. Ich glaube, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, er muss es ja schon geschrieben haben. Also denke ich mal, dass er schon geheiratet hat. Hat er denn einen Ring um? Ja, er hat einen Ring um. Also heißt es also, dass unser Basti, unser lieber Basti, wohl schon doch schon geheiratet hat. Die Maya Hansen. Und, Sebastian? Haben Sie etwas vergessen? Ja. Meine, Lektüre von letztens, die liegt noch in meinem Zimmer. Ich wollte sie eben holen. Ah, unser Zimmer ist offen. Warum? Liegt hier wieder eine Zeitung? Nein, scheiße. Scheiße schon wieder hier. Verdammte Kacke. Aber wir haben einen Schlüssel. Ich weiß es. Wir haben ihn aufgenommen. Wir können die Türen hier nicht eintreten. So. Tja, welche Tür nehmen wir denn dann? Oder beziehungsweise welche Leichenkammer? Ich entscheide mich mal diesmal für diese Seite und nehme mal hier unten in der Ecke. Oh, eine Granate. Nee, was ist das denn? Schneeflocke? Zwei? Neuer Gegenstand erhalten.
Eigenschaften: Kältebolzen 1,5 Meter. Kältebolzen, ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der getroffene Gegner vorübergehend durch Kälte erstarren lässt. Abgesehen von bestimmten Gegnern bricht das Ziel nach dem Erstarren auseinander. Abgesehen von bestimmten Gegnern, also nicht alle. Das heißt also, wir können einige Gegner damit zum Erfrösteln bringen, aber nicht alle. So, dann schauen wir mal, was können wir denn? Wir können ein Blendbolzen erstellen. Machen wir mal. Huch, hoppala. Ich hab die falsche Taste gedrückt, Entschuldigung. Hallo? Ach, jetzt haben wir den normalen Bolzen erstellt. Mein Gott, ich komme mit der Steuerung noch nicht klar. Ich spiele jetzt schon so lange. So, alles klar. Ja gut, so gut sind wir jetzt auch nicht so ausgerüstet. Aber wir können uns ja verbessern. Was hatte ich gesagt? Ah ja, die Sprintdauer wollten wir erhöhen, ne? Schauen wir mal, ob wir das können. Weil die war doch schon sehr... Mit 3900 G Haargel geben wir jetzt zu unserem Friseur. So, Fitness. Sprintdauer. Alter, 6000. Wollt ihr mich verarschen? 6000? Wir können den Nahkampfschaden erhöhen, wenn wir wollen. Oder wir erhöhen hier von der Flinte mal wieder was. Hatten wir ja eigentlich auch gesagt gehabt. Den Schadensmultiplikator auf 120. Oder die Feuerrate um 10 Sekunden weniger. Machen wir mal den Schadensmultiplikator. Der kostet 3500. Dann haben wir den. Was können wir denn noch ausrüsten? Können wir noch was verbessern mit 400? Anscheinend. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass... Nein. Das andere ist alles teurer. Gut. Alter, 3000 kostet... Und wir haben immer noch kein neues vollen Leben bekommen. Ich habe immer noch Hälfte. Das gibt's doch gar nicht. Oder muss ich es ausgeben ganz? Aber geht ja nicht. Aber 3000 Leben Sprintdauer, das ist ganz schön heavy, muss ich ja mal ehrlich sagen. Das ist verdammt teuer. Ja, nun gut. Und so viel finden wir jetzt auch nicht an Haargel. Ja, wir werden speichern, natürlich. Hallo? Hallo, speichern? Hallo? Ist da noch irgendwas an der Wand? Ah, da. Oh, wir haben was Neues zum Lesen. Missing. Fernando, vermisst Fernando Cabrera, ein Psychiatriepatient aus der Bacon Nervenklinik geflohen ist, der aus der Speckklinik, muss man mal sich mal auf die Zunge zergehen lassen, aus der Speckklinik geflohen ist. Er ist krank und muss rund um die Uhr betreut werden. Aber wer ist denn Fernando Cabrera? Wer ist denn das? Haben wir den schon getroffen? Ich glaube nicht. Naja. Gut, so, jetzt werden wir mal speichern. Wir sind, glaube ich, immer noch in Kapitel... Ach, okay. Ab jetzt geht das Überschreiben los, denn ich habe keine offenen Speicherstände mehr. Keine freien Plätze mehr. Das heißt, ich muss jetzt überschreiben immer wieder. Gut, aber ich sag mal... Ich könnte im Prinzip, jetzt auch von unten wieder anfangen und nach oben mich arbeiten. Werde ich, glaube ich, vielleicht demnächst mal tun. Wir sind immer noch bei den inneren Tiefen in Kapitel 5. Hatten wir eigentlich mal angezeigt? Möchtest du den Speicherschein wirklich? Ja, möchte ich. Ich speichere nochmal vorsichtshalber. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich gespeichert habe. Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Haben wir überhaupt vorhin angezeigt bekommen, irgendwie Kapitel 5 oder so? Weil wir hatten schon lange nicht mehr dieses neue Kapitel. Kapitel 4, Patient. Und dann 5. Ich weiß es nicht. Sie macht sich wieder die Nägel, weil sie mal wieder die Zeit dafür hat.
Nun gut, ja, mit diesem schönen Ausblick möchte ich euch entlassen in eine neue Pause und wir sehen uns dann ja morgen wieder bei The Evil Within und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Also macht's gut. Tschüss.